Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen FAQ-Ankündigungsvideo. Es wird demnächst wieder ein FAQ geben. Ich brauche dafür nur noch Fragen, beziehungsweise ihr könnt oder dürft mir nun auch hier jetzt Fragen stellen, aber natürlich auch gerne auf Twitter, Instagram, Facebook und so weiter und so fort, auf diesen ganzen Sachen, auch über Steam und so. Und diese Fragen, die da zusammenkommen, werde ich dann in ein FAQ zusammenwursten. Und dann gibt's wieder was für euch auf die Ohren. Im Hintergrund seht ihr eine Runde Fortnite. Ich habe euch ja versprochen, dass ich mich da ein bisschen öffnen werde gegenüber diesem Spiel oder generell gegenüber neuen Spielen, die mir vielleicht am Anfang gar nicht so zusagen und ich sie mir erstmal anschaue und dann erst entscheide, ob ich sie gut oder schlecht finde. Ich habe mich schon bei gewissen Dingen durch den Hate-Train hinreißen lassen zu sagen, ja gut, das ist bestimmt nicht so cool, aber das ist natürlich papalapap, ich bin ja kein Kind, also erstmal testen und gucken, wie es überhaupt so ist. Und das habe ich mit Big Berlin zusammen gemacht. Und wir müssen beide sagen, es ist echt ziemlich nice. Also es macht schon wirklich Spaß. Und dann kommen noch eure Aspekte hinzu, die ihr ständig nennt, dass es erstens kostenlos ist und zweitens extrem ressourcenschonend läuft. Also man kann es auch auf schlechteren Rechnern spielen. Auf Rechnern, die jetzt zum Beispiel PUBG auf keinen Fall zum Laufen bringen würden. Und das ist schon echt ein großer Pluspunkt für Fortnite. Und darum werden wir das auch auf jeden Fall in unser Repertoire aufnehmen. Es wird in OBS eingewurstelt für die Livestreams, dass man da mal eine Runde Fortnite spielen kann. Und ich denke, auf YouTube wird es jetzt auch nicht eine einmalige Sache bleiben hier mit dem Video, dass es mal erscheint, weil es doch echt eine recht coole Sache ist. Es hat auch irgendwie diesen kleinen Vorteil gegenüber PUBG, dass es schneller geht, zumindest gefühlt schneller. Also bei PUBG ist es so, dass wenn man sich entscheidet, PUBG aufzunehmen, jetzt speziell aus der Sicht eines YouTubers, dass es dann heißt, okay, da muss ich jetzt ein bisschen Zeit reinstecken. Also irgendwie ist die ganze Chose verlangsamt. Das Joinen und das Ableben und Neujoinen und hin und her ist irgendwie eine andere Geschichte wie bei Fortnite. Bei Fortnite ist es so, zack, und dann geht einfach direkt das nächste los. Du startest sofort und tapapapapam und es geht weiter. Und das ganze Spiel erscheint irgendwie dynamischer als PUBG, was jetzt nicht zwingend besser heißen soll, also im Sinne von Gameplay oder so. Aber aus YouTube-technischer Sicht ist es angenehmer zu recorden. Bei PUBG kann man sehr viel Zeit verdödeln und man hat nichts daraus gewonnen und bei Fortnite geht das irgendwie schneller oder einfacher. Ne, diese Bausache geht mir so auf den Sack, Kinder. Gott, geht mir das auf den Sack, diese Bauerei. Das fickt mich richtig durch. Für mich würde Fortnite an Sickness und Goodness und Niceness noch einiges dazu gewinnen, wenn es nicht Bauscheiße enthielt. Das nervt so ultramäßig. Also Aiming und sowas, klar, muss man haben, ist logisch, ist ja auch ein Shooter und pipapo. Aber dann bauen sich die Leute irgendwo hin, bauen sich zu, bauen sich über dich, springen dann runter und so. Natürlich ist es selbst irgendwann gar kein Problem, wenn man sich da ein bisschen eingespielt hat, aber am Anfang ist es echt gewöhnungsbedürftig, dass man irgendwas bauen kann in so einem Spiel. Aber ich denke, das macht das wahrscheinlich auch zu einem gewissen Teil aus und von daher will ich es auch nicht direkt verdammen, aber es hat mich jetzt schon diverse Male abgefuckt und noch nie wirklich gerettet. Also ich kann nicht sagen, dass ich mich dadurch mal aus einer Situation gerettet habe. Ich habe mich maximal bei jemandem, der irgendeinen Scheiß gebaut hat, dann reingebaut, also hochgebaut, um ihn dann zu fisten, aber sonst, nun ja. Ihr seht es ja selbst, hier sind einige Kills und so weiter zusammengeschnitten. Manche Sachen oder die meisten Sachen sind am Stück beziehungsweise in einer Runde passiert, aber haben halt zwischendrin, Leerlaufzeiten, ne, wo ich gesammelt habe und so weiter, das habe ich einfach rausgeschnitten. Ach ja, ihr könnt mir auch Snapchat-Fragen stellen, die kann ich ja irgendwie abfilmen, oder? Lasst uns das mal versuchen, da kann ich die nämlich mit einbauen. Aber nicht die Schniedel schwingen oder sowas, gell, Leute? Jungs und Mädels, das muss für YouTube noch funktionieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.